Der 1. Juli 2011 ist in Monaco ein Festtag. Es ist ein Tag, auf den die Monegassen lange gewartet haben. Fürst Albert tritt vor den Traualtar. Endlich hat das Volk wieder eine Fürstin. Und was für eine! Charlene Wittstock aus Südafrika sieht nicht nur aus wie eine Märchenprinzessin, sie gibt sich auch in der Öffentlichkeit nahbar und sympathisch. Immer wieder wird der Vergleich mit der legendären Grace Kelly, Alberts Mutter, gezogen. Doch die Liebe von Charlene und Albert gleicht einer Achterbahnfahrt und die ersten wilden Gerüchte machen schon am Tag vor der Hochzeit die Runde. Vor dem Traualtar weint die ehemalige Profischwimmerin bittere Tränen. Angeblich habe sie vor der Hochzeit versucht, aus Monaco zu flüchten. Doch das Paar sagt schließlich oui und geht seitdem gemeinsam durchs Leben. Was es heißt, Fürstin zu sein, spürt Charlene schon kurz nach der Hochzeit am eigenen Leib. Denn der Druck, einen Thronfolger zu gebären, wird immer größer. Über 3 Jahre dauert es, bis die Fürstin schwanger wird. Das größte Glück des Paares, ihre Zwillinge, Jacques und Gabriella, kommt am 10. Dezember 2014 auf die Welt. Die Erleichterung ist Charlene anzusehen und anzumerken. Während sich das Paar nach der Hochzeit in der Öffentlichkeit immer wieder leicht unterkühlt begegnet, ist ihnen die Freude über ihre eigene Familie nach der Geburt anzusehen. Händchen halten hier, verliebte Blicke dort. Die Zwillinge verleihen der Liebe des Fürstenpaares offensichtlich Flügel. Doch auf den Höhepunkt ihrer Ehe folgen erneut Tiefschläge. Allen voran die lange Krankheitsphase von Charlene im Frühjahr 2021. Wegen eines Hals-Nasen-Ohren-Infekts, den sie während eines Besuchs in ihrer Heimat Südafrika bekommt, kann sie monatelang nicht zurückfliegen. Alle öffentlichen Termine werden abgesagt. Nachdem sie im November 2021 nach Monaco zurückkehrt, folgt ein weiterer Krankenhausaufenthalt. Erst im Frühjahr 2022 tritt Charlene wieder vermehrt öffentlich auf. Es wirkt manchmal schon fast krampfhaft, wie das Fürstenpaar versucht, die Eheausgerüchte, die während der Krankheitsphase laut wurden, zum Verstummen zu bringen. Dies gelingt mal mehr, mal weniger gut. Zuletzt scheinen Albert und Charlene aber wieder eine gute Phase miteinander zu haben. Erst kürzlich zeigen sie sich händchenhaltend bei einer Veranstaltung im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele. Und auch ihren 13. Hochzeitstag werden die beiden sicherlich gemeinsam zelebrieren.